Guten Morgen. Wir haben Mittwoch, 6.45 Uhr. Ja, der Kühler hier links neben mir, der ist so eine halbe Stunde später ist der abgehauen und somit wurde das hier echt herrlich ruhig. Obwohl, wie ich ja schon sagte, wenn ich einmal penne, dann penne ich. Und ja, Fritz ist nicht bis hier hingekommen, der ist Kloppenburg schon raus. Ja, ich wusste ja so ungefähr, was er noch an Lenkzeit hat und dass er das nicht wirklich schafft. Aber alles halb so wild. Ja, Dispo gerade geschrieben. Dass ich ca. 10.30 Uhr beim Kunden sein werde. Und ja, der ist auch gerade eben, glaube ich, erst da. Deswegen, also. Warten wir mal ab. Nach 200 Metern bleiben Sie links, dann fahren Sie auf die Autobahn. Pause, kein Bock. Nein. Ja. Ich dachte schon. Ja, wollen wir uns da mal runter machen? Navi will mich wieder über die 1 komplett runterschicken. Ist Blödsinn. Ab Ruhrgebiet kommt dann sowieso. Wieder. Bleiben Sie links, dann fahren Sie auf die Autobahn. Diese Schrankenanlage, da komme ich überhaupt gar nicht durch. Naja. Jetzt fahre ich das Stück hier, die 1 noch runter, dann fahre ich auf die 31. Oder was das da auch immer sein soll. Bei Münster. Was habe ich da vorhin gesagt? 31, so ein Blödsinn. 43. Irgendein Stau ist mir auch schon wieder gemeldet. Aber im Radio kam bis jetzt noch nichts. Folgen Sie A43 Richtung Lothuln für 40 Kilometer. Genau so machen wir das. Ja, ich bin gerade mal auf Alternativroute gegangen und dann habe die Streckenführung mal geändert. Jetzt fahre ich gleich hier auf die 52 drauf. Alles andere wäre eine Staukatastrophe geworden. Im Radio haben sie gerade gesagt, aufgrund nach von Ferienende. Die Ausfahrt A52 Richtung Gladbeck. Dann nehmen Sie die Ausfahrt. Aufgrund von Ferienende und somit heute erster Schultag. Morgen ist Einschulungstag, aber heute sind ja die ersten dran. Über 100 Kilometer Stau nur in Nordrhein-Westfalen. Dann nehmen Sie die Ausfahrt. Ach nee, und der Lente will da auch hin. Oh. Das ist auch ein Profi hier. Der sich hier zusammenfährt. Flaschenpost. Ja, die Flasche sitzt vorne links. Ja, weil es so schön ist. Kommt gleich die nächste Stockung. Obwohl, da soll ich angeblich schon längst drin sein. Ja, große Chaos habe ich schon hinter mir. Kreuz A3 da unten.
dann auf die 4 geht. Und die 59... Nach 2 Kilometern nehmen Sie die Ausfahrt A555 Richtung Bonn. Oh, der Rhein. Boah, was sind das Spurrillen hier. Anderthalb Stunden, da waren sie fertig. Folgen Sie B51 Militärringstraße Richtung Zentrum für 8 Kilometer. Ja, bin schon jetzt in Köln. Nachdem ich gerade eben eine kleine, ja, quasi Vollbremsung hinlegen musste. Weil diesen blöden scheiß Taxifahrer da vorne. Wohl anscheinend, weil die sich hier so schlecht auskennen, schätze ich mal, ne? Auf die letzte Sekunde einfiel, oh, ich muss hier ja rüber und zog einfach rüber. Ja. Da war dann nicht mehr sehr viel Platz. Wäre zwar noch gelb gewesen, aber nein, 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 nein. Ja, ich gebe jetzt in Köln ab. Und dann fahre ich nach Dortmund. Und dort hole ich einen 40er ab. Einen leeren. Für morgen früh 10 Uhr in Bielefeld. Ja, den Laden, den kenne ich sogar. Und es steht mal wieder kein Gewicht drauf. Nur Export Korea. Ja. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ja, gerade hier entlang die 7-8 Kilometer Rheinufer und. Das habe ich jetzt mit Absicht nicht gefilmt. Erstens ist es sowieso schon in mindestens 2 Videos drin und drittens, da müsste ich so viel pixeln, dass ihr sowieso nichts davon seht. Ja. Oh, doch noch heute. Das ist ja gut. Nach 200 Metern halten Sie sich links Amsterdamer Straße. Hier vorne erst. Fahre ich denn wieder? Nee, nee, nee. Halten Sie sich links. Ja, schon ein paar Mal hier entlang. Ja, Gladbecker, wird das heute noch was, oder? Tüde, tüde, tüde. Köln hat eine Stunde aufgehalten. Es war zwar nicht voll, aber das eine Fahrzeug bei denen ist dann kaputt gegangen. Und ausgerechnet da, wo der Container bei demjenigen noch drauf war. Der hat gar nichts mehr, nicht annehmen können, gar nichts. Ja. So, das hier ist die schöne Ruhrtalbrücke. Ups, wieder eine Dreiviertelstunde weg.
regnet das so doll. Ach ja, wir haben schon 3:10. So, jetzt bin ich auf der 40. Was habe ich denn noch? 35 Kilometer. Ja, Feierabend. Nachdem Dortmund, natürlich musste ich ins neue Terminal und das hat alles ziemlich aufgehalten und da musste ich zwangsweise noch in Dortmund meine letzte halbe Stunde Pause irgendwie machen, ansonsten wäre ich gar nicht bis hierhin gekommen, weil ich stehe jetzt an der A2 in Rhinan und ja, habe mich hier rückwärts ein ganzes Stück mehr oder weniger vor die Mülltonnen ganz hinten geschubst und ja, LKW hinten abgelassen, dann geht das alles. Von hier bis zum Kunden morgen früh eine Stunde, also damit kann ich noch wunderbar leben. Und ich kenne den auch, ich war da schon mal und ja, ich lasse mich mal überraschen, weil auf dem Frachtbrief steht wieder kein Gewicht. Und ja, also werde ich morgen schön meine Achswaage im Auge behalten. Ja, dass ich mich jetzt mit Kläuschen heute nochmal treffe, das hat sich hiermit ja quasi erledigt. Weil das ist ein bisschen weit, ne? Rhinan A2, das ist bei Hamm. Und ja. Naja, jetzt ist erstmal ja, Schicht im Schacht. Bis morgen früh. Ja, guten Morgen. Wir haben Donnerstag. Ja. 8.30 Uhr. Wollen wir da jetzt mal hin? Und mal ein bisschen eher da. Und dann schauen wir mal, was es da so gibt. Ja, das hat da wie üblich etwas länger gedauert. Wir haben jetzt schon kurz vor 1. Die haben für ihre paar Paletten nun mal halt, ja, weiß ich nicht, ob sie die mit der Hand reingeschoben haben. Ach, lassen wir das. Ja, jetzt geht's nach Hamburg. Die Kiste darf sogar rein. So. Hier ist der Bielefelder Berg. So, allerdings ist das da ziemlich voll. Deswegen habe ich nur einen Slot für 18 Uhr gekriegt. Da habe ich 17:30 rein. Kann ich vorher 1,5 Stunden Pause machen. Ja, ich schätze mal so eine Stunde vorher bin ich da. Dann geht's rüber ins CTT, also einmal über die Kölbrandbrücke und da hole ich einen Fehlgeleiteten ab, der ist da in Hamburg gelandet, da gehört er nicht hin, er gehört nach Bremerhaven und den fahre ich dann nach Bremerhaven und da werde ich allerdings erst morgen ankommen. Das weiß ich jetzt schon. Weil morgen hole ich dann in Bremerhaven nur eine Kiste für Montag früh zwischen 8 und 8.30 Uhr in Hamm raus. Hamm ist 70 Kilometer, das ist Pillepalle. Plan habe ich schon, habe ich noch gar nicht reingeguckt. Werde ich mir nachher mal ausdrucken. Hamm fällt mir eigentlich fast nur eine Firma ein, die was bekommt und nicht verschickt. Ach Leute, der löst nicht bei
LKWs aus. Ey, auf 60. Ich krieg sie nicht mehr. Irgendwie ist das bei euch noch nicht angekommen, dass das Ding nicht bei 80 auslöst, ne? Ja, und dann, ja, werde ich morgen mal einen auf ganz gemütlich machen. Und dann ist die Woche auch schon wieder rum. Wie tragisch. Ach ja, die schöne A2. Immer wieder mal stockender Verkehr hier. Sogar im Navi drin, aber warum weiß keiner so genau. Ja, nur wegen dem kann es ja irgendwie nicht sein, oder doch? Oh, Reifen weggeflogen. Und die haben, schätze ich mal, Reifenteile abgekriegt. Ja, dann hast du Macken im Lack. Ja, auf der A7 hat es derbe gescheppert. Und deswegen fahre ich jetzt anders. Ich bin Raststätte Allertal runter und da gibt es eine Ausfahrt, indem man sich sofort wieder rechts hält. Und jetzt geht es ein Stückchen über Land halt und fahre ich das. Die meisten halten sich da hinten an die Umleitungsstrecke, allerdings wird die jetzt so dermaßen überlastet sein, dass ich eher runtergefahren bin. Ich komme da zwangsweise natürlich auch an, aber ich habe dann auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück Strecke mehr gemacht. Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab. Genau, weil die Strecke bin ich schon mal gefahren. Und das fiel mir gerade ein. Und als ich dann Allertal runter bin, sprang sofort auch mein Navi um. Biegen Sie rechts ab. Mit ein bisschen Glück komme ich hier dreimal besser durch, als wenn ich mich hinten an die Umleitungsstrecke halten würde. Genau, Walsrode. Walsrode fahre ich, glaube ich, wieder drauf. Irgendwie so war das. Ja, zum Glück ist die Kiste nicht ganz so schwer. Ich dachte schon. Jetzt habe ich ja gerade gedacht, ey, wie die stehen hier. Eikelo heißt das hier. Das ist aber schnucklig hier. Hier kennt auch jeder jeden. Sehe ich bis jetzt noch nicht, aber genauso schön hier.
Oh, hier gibt es sogar eine Ampel. Diesel 1,82. Das geht ja. Eine Kreuzung hier vor, da habe ich jetzt zu spät geschaltet. Ab hier fängt eigentlich die offizielle Umleitungsstrecke U51 an. Bis jetzt geht es hier ja. Aber ich schätze mal, die meisten werden die 53 gefahren sein, weil sie kürzer ist. Schickt mich nicht nach Walsrode, sondern nach Bad Fallingbostel. Biegen Sie rechts ab. Das ist auch die offizielle U51. Ich hätte jetzt auch durchziehen können bis Walsrode. Folgen Sie Anbietenbusch für 7,5 Kilometer. Weil dann wäre ich Walsrode drauf gefahren. Das ist da, wo die A27 auf die 7 kommt. Da gibt es zwei Videos drüber. A7 zu voll, ab über die Dörfer oder so ähnlich heißt das. Da ist die ganze Strecke von Walsrode bis runter nach Minden drauf. In zwei Teilen, weil das ansonsten doch sehr lang geworden ist. Aber da habe ich massig Zeit reingeholt. Hier hängen die Bäume zum Teil aber auch ganz schön tief. Hier fahren wohl nicht so viele LKWs. Tock. Tja, so ein Unfall und so ein Stau kann auch Vorteile haben. So zügig durch die zweispurige Strecke, dann durch die Baustelle, bis hierhin bin ich schon lange nicht mehr gekommen. Weil es relativ entspannt halt ist. Ja. Dann habe ich gerade mal diese Umleitung, die ich gefahren bin. Ich bin ja eine andere gefahren. Einfach mal an NDR2 gesendet und schwupps, in den nächsten Verkehrsnachrichten war sie sogar drin. Ja, das ist wesentlich entspannter, wenn man sich immer an diese offiziellen Umleitungen hält. Ja, kann man sich auch bald hinten anstellen, ja, und dann mal sich dadurch schlängeln oder man schlängelt sich über eine total überfüllte Umleitungsstrecke. So, vom Elbtunnel soll gleich noch ein bisschen was kommen. Was macht er denn hier schon wieder, ey? Egal. Was haben wir jetzt? 16.10 Uhr. Ja, dann gleich mich beim Eurogate hinstellen, Stündchen Pause machen. Können wir ein paar Papiere sortieren. Muss Kläuschen das nicht machen. Und dann lassen wir uns gleich mal überraschen, wie voll das da ist. Weil laut Slot-Auslastung ziemlich rot alles.